Apple iPhone 7 oder Samsung Galaxy S7. Welches Smartphone ist besser? Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Daten der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Gewinner. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Beim Punkt Design gewinnt das iPhone 7 knapp mit 87 zu 84 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 14 Gramm leichter, 0,8 mm dünner, 4,1 mm kürzer, 2,5 mm schmaler und 15,8% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy S7 mit 75 zu 62 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 1,8-fach höhere Pixeldichte, 3,7-fach höhere Auflösung, 8,5% größere Bildschirmgröße, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das iPhone 7 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: besitzt ein IPS-Panel und hat Touchforce bzw. 3D-Touch. Leistung. Bei der Kategorie Leistung ist das Galaxy S7 mit 71 zu 63 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 2 GB mehr Arbeitsspeicher, hat einen externen Speichereinschub, hat integriertes LTE, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 2 mehr CPU-Threads. Das iPhone 7 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 25% schnellerer Prozessortakt, 224 GB mehr interner Speicher und 3 breiteres Frontend. Kameras. Im Bereich Kameras ist das iPhone 7 mit 80 zu 70 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 40% mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, 3 mehr Blitz-LEDs und verfügt über eine Zeitraffer-Funktion. Das Galaxy S7 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite. Audio. Im Bereich Audio ist das iPhone 7 mit 42 zu 33 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein Mikrofon mehr. Das Galaxy S7 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Galaxy S7 eindeutig mit 70 zu 42 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 1,5-fach mehr Akkuleistung, kann kabellos aufgeladen werden, unterstützt schnelles Laden und 8 Stunden höhere Akkulaufzeit. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Galaxy S7 mit 82 zu 69 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 33% schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, dreifach schnellere Uploads, ist ein Mehrbenutzersystem, bietet Offline-Spracherkennung, ist kostenlos und Open Source, unterstützt Java, unterstützt ANT+, hat eine Pulsuhr und 18 mehr Sprachen unterstützt. Das iPhone 7 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: hat AirPlay. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy S7 das Apple iPhone 7 mit 65 zu 61 Punkten knapp. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare.
Schreibt auch gerne, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.